Wir sind heute mit tausenden Aktivistinnen und Aktivisten im Rheinischen Braunkohlerevier unterwegs und wir blockieren heute Kohleinfrastrukturen. Wir protestieren gegen das Kohlegesetz der Bundesregierung, mit dem hier noch 20 Jahre weiter Kohle verfeuert werden soll und mit dem wir die 1,5-Grad-Grenze brechen. Und deswegen blockieren wir heute, deswegen protestieren wir hier. Wir fordern sofortigen Klimaschutz und den sofortigen Kohleausstieg. Wir sind im Bauhaus in Niederbrandt-Zingern. Wir wurden jetzt auf dem Tagebau Garzweiler hochgefahren mit den RWE-Fahrzeugen. Wir sind jetzt im Bus, wir werden irgendwo hingebracht. Ganz viele Finger blockieren noch. Wir haben heute erfolgreich Braunkohleinfrastruktur und die Kohle im Rheinischen Braunkohlerevier blockiert. Wir machen weiter.